Hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode, wie immer in 21:9. Und wie schon angekündigt, hatte ich die letzte Folge ein bisschen früher beendet, damit wir unsere Zeit sinnvoll nutzen können, um die zu fighten, weil dort sind ja weitere Amulette versteckt. Ich habe eben noch gesehen, dass hier eine Truhe ist. Ich habe gesehen, dass hier noch eine Truhe ist. Ja, das ist das, was ich auf den ersten Blick hier so alles erkennen kann. Oh, also. Ach, den gibt's ja auch noch. Naja, und ihr habt sonst vor 2-3 Folgen einiges verpasst. Es geht nämlich um den hier. Kann ich euch nochmal zeigen. Achso, den kann ich ja nicht sehen. Hier, wir haben die Story von... Genau. Von Goomba erfahren. Falls ihr selber nochmal gucken wollt, oben rechts auf das I-Symbol klicken, dann kommt ihr auf die Plays von Genshin Impact und könnt dann halt nochmal die Episode nachholen. Das befindet sich wahrscheinlich da oben. Ja. Da. Ja. Lass mich doch irgendwie... So. Nein. Okay. Wo ist das? Ach, das ist in... Baum hier. Der wird mich aber safe sehen. Was sind das? Einer ist Eis, der andere ist Elektro. Das heißt Kea und Amber. Gut, dass überall Fackeln sind. Ah, der ist nicht Eis. Das ist Wasser, oder? Der ist Wasser. Okay. Machen wir es dann so. Zack. Du auch. Schön, dass ihr beide zusammen. Boah, hat er den gerade geslappt? Es sah so aus, als hätte er seinen eigenen Teammate geslappt und ich komme gerade hier nicht raus. Zack. Zack, zack. Machen wir es so. So. Ah. Leider nicht geschafft, rechtzeitig auszuweichen. Aber sein Schutzschild ist weg. Da wir ja mittlerweile wissen, wie wir gegen die Leute kämpfen müssen, geht es ja ein bisschen, aber wir müssen halt noch. Oh. Zack, 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 schnell drücken. Das müssen sie ein bisschen beschleunigen, dass man schneller die Materialien nehmen kann. Oder wie bei Borderlands. Taste halten und der collectet halt alles. Ja, lass mich doch hier. Wie soll ich dann jetzt hochkommen? Ah, okay. Ich habe nichts gesagt. Gibt es noch weitere Missionen? Ich würde das mal auf der Karte markieren, weil wir sollten uns langsam... Ja, lass mich doch hier einen Punkt machen. Dann mache ich es halt so. Wir sollten langsam nicht nur versuchen, die Missionen abzubauen, also sie auch auszuführen. Wir sollten halt auch langsam in Betracht ziehen, die Missionen, die wir noch nicht aufgehoben haben. Das sind viele, die wir jetzt in den letzten 50 Folgen gesehen hatten. Die zumindest markieren auf der Karte und dann sie auch zu collecten oder zu starten. Wieso leuchtet das denn hier so rot? Was ist das? Ich kann mich gar nicht erinnern an sowas. Oder sag mir bitte nicht, dass es wie in Inazuma diese, so ein Geschwulz auch, was wir zerstören müssen. Ich weiß echt nicht, was das ist. Es kann sein, dass wir das ein oder andere Tor geöffnet haben, weil hier gibt es noch so einige Rätsel. Und eigentlich wollte ich noch die anderen Kisten nehmen. Oh, der zeigt mir auf meiner Höhe an, so ein Amulett. Oder? Ne, unter mir. Ne, hier ist eine Truhe, da war eine Truhe, da oben war auch noch eine Truhe. Bevor ich das vergesse. Wie immer. Ah. Ideal. Und nervig, vor allem. Mir wird langsam schon wieder kalt. Hat sie die Ulti gesetzt? Nein, hat sie nicht gesetzt. Ich wundere so, wieso hat die noch so viel Leben? Zack. Nein. Ich mach schon Schaden. Das ist ein kleiner Boost. Ich glaube, wir hatten ja auch... Wie war das? Ich meine, bei Emma war das. Da haben wir doch ein paar Artefakte gemaxt. Und Max Level war ja 16. Zumindest die lilane. Wahrscheinlich können die legendären Sachen deutlich höher noch, aber trotzdem. Aufgetaut, ja. Was hatte ich gesagt? Genau, wir standen auf dem Steg heute. Haben hier angefangen.
die Episode, das heißt direkt hinter ihr. Ja, genau, da ist die eine Truhe. Und die andere war da weiter links. Die wird leider auf der Karte angezeigt. Das heißt, es ist keine von den neuen Truhen oder allgemein. Ganz leise klauen. Opening a chest is like unwrapping a gift. Ja, wieder so eine von den roten Dinger da unten. Ah, wir müssen also dorthin. That's more like it. I'll race you there. Schwimmen ist halt immer blöd hier. Wenn ich ertrinke, komme ich zum Land zurück. Ich vergesse das immer beim Schwimmen, auf diese Ausdauerbalken zu gucken, weil ich sprinte hin und dann zack, zack und dann, ups. So, sollten wir den auffalten? Naja, nevermind. Lassen wir es. Ich will versuchen, so viele Truhe zu öffnen, wie es geht, weil die bringen halt Urgesteine und das Event endet jetzt bald. Und ich muss mal gucken, wie viel wir jetzt pullen können. Wir haben durch die Dailies haben wir jetzt zum Beispiel, also hier als Belohnung hier, Designlock-Bonusse, haben wir auch nochmal 10 mal von diesen Premium, wie heißt das, Premium-Puls bekommen. Also, so viel bekommen. Entweder kommt jetzt richtig geile Charaktere raus oder halt eben nicht. Und wenn nicht, ach so. Okay. Okay, Lisa war, glaube ich, ein bisschen besser. Ja. Aber macht weniger Schaden. Machen wir es mal. Ja, dafür, wenn ich das auflade, dann sind die schnell down. Aber so ein bisschen weniger. Dafür trefft sich sicher nah und. Dings. Ich sollte das hier machen. Das habe ich gerade gesucht. Meins. Ich möchte gerne dieses rote Ding haben. Hier dieses. Was da vor uns sein sollte. So. Ja, Bluter Achat, das war das. Ich kann mir einfach die Namen nicht so merken, vor allem Sachen, die mir nicht so geläufig sind. Leider habe ich mir ein bisschen ins Fleisch geschnitten, weil hier nirgendwo eine Fackel ist, ne? Es gibt ja auch die Tränke für Frost und so. Aber ob das auch zählt. Alter. Tschö. Das ist noch eine Truhe. Nee. Let's move. Untersuchen stand da gerade. Ach. Mach ich das doch mit sie? Nein, Wasser. Wir brauchen unbedingt Wasser. Untersuchen. Achso, das war damit gemeint. Wobei, wir müssen ja nicht unbedingt fighten. Ich werde das nächste Mal nehmen. Achso, ja, die Truhe, bevor ich das wieder vergesse. Ich hab's irgendwie letzter Zeit. Ah, wie ein Zahn. Aha. Sieht aus wie ein Zahn. What do you think, Cutie? Jetzt gibt noch so einen. Na, ich glaube, ich gehe lieber. Weil wahrscheinlich müssen wir auch gegen die fighten. Ah, da ist aber auch so einer. Gerade keine Ausdauer, bisschen blöd. Nee, so langsam. Alter, hier sind noch so eine. Ist nicht drinne. Ist das jetzt oben auf der Zeltspitze? Ja, es ist tatsächlich da oben. Ich glaube, ich muss fighten, weil ich glaube, die werden mich immer runter bomben. Aber doch nicht. Hoffentlich ist irgendwie einer von diesen roten Quarzdinger. Ach, der kann so ein Schutzschild machen. Haben gegen den schon mal gekämpft? Ich weiß es gar nicht. Die anderen ja, aber dieses, was so ein Geostab hat, da. Keine Ahnung. Und? Kurz gucken. Doch, ich müsste das erreichen können. Dann sehe ich auf der Karte, das nächste Ding ist da oben. Ja, gut, müssen wir wieder klettern. Wir müssen uns aufwärmen auf diese Fackel hier. Ah. Zack. Wobei, ja genau, wenn ich schon schwimme. Ich sollte aber nicht in Flammen aufgehen. Ich sollte mich nur aufwärmen. So, okay,
gehen wir hier in diese Richtung. Menschen. So, irgendwie easy hochzukommen. Ja, gut. Kann man so machen. Da drinne ist nichts in diesen Spalten und so weiter. Klick. Was wird mir als nächstes angezeigt? Hier sind bestimmt noch ein oder zwei versteckt, aber das skippen wir jetzt erstmal. Wir gucken jetzt, wo haben wir noch? Es ist alles in diesem Gebiet hier. Das heißt, unser nächster Ziel sollte es hier sein, weil hier sind schon drei Symbole alleine. Und hier ist dieses rote Ding, was wir eben gesehen hatten. Dann können wir halt direkt dorthin und mal gucken. Vielleicht tue ich ja irgendwie so eine Mission auszusehen. Da ist es. Da ist schon wieder eine Truhe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Truhe auf diesen Zahn oder auf diese Rippe oder was auch immer das ist, eigentlich schon mal geöffnet haben. Ah ne, das ist diese neue Truhe, diese Geburtstagstruhe. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Weil ich hatte schon ein paar Mal den Eindruck gehabt, dass die Kisten immer respawnen. Aua, Alter. Erstmal das in die Fresse. Und dass sie halt respawnen. Boah, man sieht überall die ganzen die Talismane. Da war doch noch irgendwo eins. So. Runter. Aber nicht stecken bleiben, wenn es geht. Hatte ich jetzt hier nicht eben noch was gesehen? Da ist eine Truhe, ja. Die wird auf der Karte markiert. Nehmen wir mal die kleine Abkürzung hier hin. Sonst müsste ich jetzt wieder klettern, laufen. Wenn wir jetzt dahin teleportieren können, geht es ein bisschen schneller. Die möchte ich auf jeden Fall fighten. So. Wow, these will come in handy. Oh, hier müsste eine Hut sein irgendwo. Ah, einfache Tour. Weil wie ihr sehen könnt, ist da wieder so ein ewiges Eisding. Du. Ich wünsche, die wären ein bisschen stärker. Weil die werden ja stärker, wenn ich die Weltstufe erhöhe. Dann sind die 69 oder so. Ah, wer hat was abgefangen? Na, das war jetzt unlucky. Genau, das ist es. Jetzt hat die Ulti einfach gar keinen Schaden gemacht. Ja, Alter, das wird so nervig wieder. Die ist nicht stark, die ist einfach nur tanky. Gut, mit Ember muss man sagen, ich glaube, Ember ist nicht der richtige Charakter. Xiangling wäre besser. Oder die andere, mit beiden immer zusammen, die eine. Diese Rockerin. Gut, jetzt habe ich aber die Ulti-Rate. Oh. Ja. Alter, du bist eine... Alter, ich hatte meine Chance gehabt, den wegzu... Oh, ich hasse diesen Charakter. Alter, ist das nervig. Ey. Die Kleinen müssen weg. Ah, leider bin ich... wieso hat er die Attacke nicht gemacht? Ich habe wohl lange genug gehalten. Der Ring war doch voll. Come a little closer. Blitz. So. Die heilt sich ja immer ein bisschen. Ah, ja, daneben. Oh gut, Schutzschild getroffen. Ah, komm schon. Alter, ich kann nicht mal die Ulti einsetzen. Ich werde gerade sitzen. Hatte ich nicht eine Ulti ready gehabt? Von Lisa gerade. Alter, die teleportiert sich jedes Mal weg. Alter, die macht ihr Dings immer voll. Was ist denn los heute? Eben ging es doch easy. Alter.
Alter, kannst du mal endlich aufhören? Oh, so sorry. Free. Lass mich meinen Charakter wechseln. Surrender and be gentle. Zack. Man muss die Ulti nur einfach haben. Ach, uff, Alter. Uff, Alter. So, weil die brauchen wir auch unbedingt. Ich glaube, jetzt hätten wir genug, um eins nochmal zu craften. Das, was wir auf jeden Fall brauchen. Lasst mich mal schauen, wer war das von denen nochmal? War das nicht sie? Nee, das war dann auch Aufstieg, ne? Nee. Wer hatte das nochmal? Sie? Ja, genau das hier. Ich meine, wir hatten, um das zu kriegen, nur zwei gehabt. Und wir brauchen drei. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Wow, these will come in handy. Nee. Die Blumen nicht. Es wäre halt nice, wenn ich mich irgendwie heilen könnte, aber. Ah, da ist schon wieder so einer. You can't keep up with me. Ach, warte. Ah, manchmal könnte ja sein, dass da hier was liegt. So. Die werden mich sehen. Du ist mir aber halt egal. Another target tracked down by Outrider Amber. So. Nehmen wir Ningguang. Ach, das war die falsche Taste. Wo ist denn noch so ein Talisman? Da oben? Doch, irgendwo hatte ich doch eben eins gesehen. Es sieht aus wie einer von diesen Geschwulst. Ja, hier ist es mir aber immer noch kalt. Was ist das? Was ist das? Es sieht aus wie ein Herz, oder? Können wir jetzt gehen? Palme kriegt total Gänsehaut. Ja, es sieht aus wie so dieses Geschwulst. So wie in, wie heißt das? In Inazuma. Dann würde ich mal sagen, ich nehme nochmal den Teleporter, weil da, mir wurde halt eben nochmal so ein Symbol angezeigt, meine ich. Oder ist das das, was wir gerade gefunden hatten? Nee, okay, war das das. Okay, aimen wir das hier. So, da sind wir ja. Das heißt, den Weg, den Pfad entlang. Schon wieder die. Schon wieder die beiden. Drei sogar. Ja, gut. Ja, wohl gesehen. Die sind eigentlich schnell gemacht, oder? Hoffe ich zumindest. Alter, daneben. Zack. Schmelzen hat aber auch was gebracht. Zack, Ulti ist auch ready, aber lassen wir es. Oh, ich wollte gerade drücken. Gerade drücken. Da es ja eh nur um Dings geht, um die Truhe. Na komm, bleib stehen. Zack. Ist es hier nicht so wichtig, das zu schaffen? Zack, 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 zack. Zack. So, hier müsste aber eine Truhe sein. Ach, da ist sie doch. Wiederurgestein. Ach, wir sind hier am Anfang. Ah, okay. Ja, ich wollte nicht ganz runter. Mondjagd-Amulette bringen mir hier nichts. Hatte die eine nicht mal was gesagt? Man kann sie eintauschen? Ach, muss mal gucken. Da ist die nächste Truhe. Ah, ah. Chest is like unwrapping a gift.
Warte, bin ich noch in der Region? Das müsste ja hier sein. Bis hierhin, irgendwie sowas. Das stimmt doch soweit. Wie viel Prozent haben wir? Ah, schon 64%. Schön, dass wir so viel auf Anhieb kriegen mit diesen paar Punkten, die sie gibt. Und den Rest halt alles in der Nähe zu sein scheint. Also ne, genau, ich kann das ja nicht fragen. Genau, das habe ich nämlich gesucht. Hier kam mal gerade, hier war nicht so viel. Ach, könnte hier noch was sein? Oder hier? Hier haben wir ein bisschen, da ein bisschen das und das. Theoretisch müsste ich... Ich schaue mal nochmal hier in dieser Arena da. Also ich gehe jetzt nicht rein, aber wenn man in der Nähe ist, kann man ja vielleicht was sehen. Ja, lass mich hier hoch. Na, ich nehme einen anderen Charakter. Wenn Ember down ist, genau, das sind diese Bosse da, die komischen. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Ja, hat die nämlich auch gar nicht losgelassen. Oh, der Kampf war auch ein bisschen nervig. Habe ich, glaube ich, auch ein oder zwei Versuche mehr gebraucht als üblich. Aber haben es dann geschafft. Alle Ultis draufgeklatscht. Mittlerweile sind wir auch deutlich stärker geworden, verhältniswert. Wir waren damals wirklich extrem unterlevelt gewesen. Also... Mittlerweile, gut, jetzt haben wir das Problem ein bisschen, wir müssen mehr Bossfights machen. Aber ihr seht ja wieder solche Events, wieder sehr viel Urgestein. So. Wieder zwei Urgestein. Okay, unten ist halt einer von diesen fliegenden Viecher. Ich würde da... Nein, nicht hier, nicht hier, nicht hier. Irgendwo anders. Verursacht das nicht Wärme sogar? Ja, das ist auch warm. Ach, hier ist das doch. Okay. Okay. War jetzt nicht gerade mein Plan. Mein Plan ist es nämlich jetzt... Ach, was haben wir denn geschafft? Erziele in Aktion, bla 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 bla. Ach so. Oha, 1500 kriegen wir. Oha. Führe insgesamt 50 Gebete durch. Sammelt 12 Abgrundsterne als Belohnung. Wenn man den Pass kauft, kriegt man auch natürlich das da, ne? Aber ihr seht ja selbst, wie lange wir brauchen, um Stufe 8 zu erreichen. Das ist viel gewesen. Jetzt sind wir Stufe 10 und dann, wenn man weiter scrollt, das geht bis Stufe 50, dann lohnt sich, wenn man wirklich bis 40 mindestens kommen würde, dann lohnt sich dieser Pass. Aber man muss wirklich alle Herausforderungen machen. Da haben wir einfach keine Zeit für. Wir müssen wirklich die ganzen Events machen, farmen und so. Das ist echt heftig, das Spiel. Das bietet wirklich viel an Sachen, die man macht. Nur unter so einem Zeitdruck. Ah ne, das war die falsche Taste. Ich wollte nämlich das hier schauen. Ah, okay. Wir sind schon ein bisschen zu weit. Es kann aber sein... warte, wo ist die Spitze? Ach, hier ist die Spitze. Das ist nicht, was ich meinte. Na, okay. Ich gehe jetzt Richtung dieser Hypostase. Also müsste ich in die Richtung gucken. Ja, ich... Weil wir sind jetzt schon außerhalb dieser Zone, wo sich Schatztruhen, Medaillen, ach, wie ist es? Dings sich befinden können. Alter, nein. Taschen. Kriegt man auf jeden Fall an. Zerfledderte Notizen. Der Schneesturm hat sich gelegt. Das ist ein Glücksfall. Hoffentlich ist es ein gutes Zeichen. Endlich habe ich Ingbert beseitigt. Konnte mich unter den Umständen nicht um Luther kümmern, aber mit dieser Wunde sollte das kein Problem sein. Als nächstes gehe ich in den Osten, wo der Berg auf das Meer trifft. Wenn ich es soweit schaffe, dann habe ich eine Chance zu überleben. Der Berg nach Osten, also das alles. Ah genau, wir hatten hier einen Teleporter gefunden. Hier ist eine Insel. Ja, wir haben diese Region auf jeden Fall wenig erkundet. Aber gut.
Ihr seht das selbst, wenn ihr mein Let's Play verfolgt habt. Oh, jo. Ach ja. Ist das. Fightet der? Naja. Nein, okay. Wie gesagt, wenn ihr mein Let's Play verfolgt habt, dann seht ihr halt, wie das halt ist mit diesen Bergen. Und da hatten wir. Wir haben den Berg jetzt dreimal also krass besucht. Mit krass besucht meinte ich, dass wir hier, als das Update rauskam, dann einmal für noch eine Mission und dann haben wir irgendwie kurz vor dem Sommer-Event waren wir nochmal hier. Graben. Auf jeden Fall Schnee-Favorit, ja. Diese Region, nicht so meins. Ihr seht ja selbst, wie bergisch, also wie extrem bergisch das ist und was ihr für Gegner habt, aber hier gibt es so viele Rätsel, die man noch lösen muss. Wie gesagt, vor einem Sommer-Event haben wir ein Rätsel erst gelöst, was eigentlich einfach war, aber man muss erstmal drauf kommen. Also, wäre ja sonst gar kein Rätsel, ne? Da ist eine Truhe, da sind aber diverse. Diverse Figuren. Oh, da sind ein paar gespawnt. Ach, Mario, YOLO. Ich glaube, es lohnt sich das so zu machen. Da, das war knapp. Ach, der hat sich wieder so ein Esston gemacht. Yeah. Ich muss den runterkicken, ne? Oh, die Puppe ist sogar oben gelandet. Ideal. Hätte ich nicht erwartet, dass ich das hinkriege. Na komm. Charakterwechsel. Ich muss mich irgendwie erwärmen. Ah, ich glaube, ich werde Schaden kriegen. Wealth. Why settle for less than more? Tom. Ah, ich dachte, ich kann irgendwas nochmal anzünden. Suboptimal. Da ist aber so ein Teller-Ding. Ach, hier ist auch so ein Ding. Da brauche ich gar nicht mal zu Emma wechseln. So. Zünden wir. Ich wollte jetzt eigentlich in die Richtung. Ich wollte noch mal gucken wegen der Region, ob wir hier drin sind. Ich glaube nicht. Wir müssen hier entlang. Das kann man ja aber wieder prüfen. Mondscheinsuche. Jetzt sammeln. Genau, ich bin viel zu weit weg. Das heißt, ich kann eigentlich direkt mich wieder hierhin teleportieren. Boah, hier die Sachen zu finden schwer. Hätte ich das gewusst, hätte ich beim letzten Mal machen müssen. Aber ich meine, ich hatte das gemacht. Also, so ist es ja nicht, aber naja, keine Ahnung. Es vergeht ja manchmal ein bisschen Zeit zwischen den Let's Plays, die ich aufzeichne. Ich mache das halt eben nicht alles an einem Tag. Und kann sein halt, dass ich deswegen manchmal solche Sachen vergesse. Aber hier ist auch so ein Achnacht. Man sieht es auf der Karte, dieses komische Dreieck, diese rote Kristalle, die man den Baum opfern kann. Ach ja, genau, das war das, was man fliegen muss. Ach, Truhe. Gut, dass man auf der Karte einer den Talisman verfolgt und auf dem Weg eine Truhe findet. Dann weiß man, dass man auf jeden Fall zwei Sachen jetzt hat. Ah, ich. Von der Höhe. Von der Höhe unmöglich. Ich müsste auf die andere Seite. Ich sollte nicht klettern gerade. Sollte laufen. Reicht die Höhe aus? Nein, nie im Leben. Es ist doch weiter weg von dieser, von wo wir jetzt gerade befinden, als andersrum. Aber könnte ja sein, dass wir auch was finden. Oh Gott, das kostet so viel Zeit. Das kriegen wir jetzt. Das ist kein Problem. Dann muss ich weiter wandern, würde ich mal behaupten. Zack. Ich muss mir ja mich für eine Richtung entscheiden. Hier. Verfolgen. Ah.
Kriege ich das irgendwie hin, noch dahin zu kommen, bevor ich extrem erfriere? Na, hier ist auch nirgendwo diese roten Kristalle. Ah, ich sehe auf der Karte wie eine weitere Talisman-Dings. Alter. Lass mich wenigstens das Ding hier nehmen. Wenn ich Glück habe, liegt hier noch was. Nein! Nein! Okay. Cheaten wir. Wir machen das hier. Uff. Uff, 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 uff. Fast draufgegangen. Wobei ich hätte jetzt den anderen Dings nehmen sollen. Mache ich mal. Den hier. So, alle geheilt. Genau. Dann müssten wir hier. Wir müssen in die Richtung nochmal gucken. Ich gehe diesen Pfad entlang. Doch, ich denke, ich tue das erst in der nächsten Episode. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, damit ihr meinen Kanal nicht immer heraussuchen müsst. Das heißt, ihr könnt dann auch keine weitere Folge mehr verpassen. Ihr unterstützt mich aktiv am besten auf YouTube. Und ihr könnt dann auch erst das Glockensymbol mit anklicken. Denn dann werdet ihr zum Beispiel benachrichtigt, wenn ich einen Stream auf YouTube starte. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ebenfalls verlinkt sind. Dort poste ich Kurzclips auch von anderen Spielen, um ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, egal, Fragen, Anmerkungen oder sonstiges. Ich versuche sie in der Regel mal zu beantworten. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.